Die NPD ist in Eisenach nicht erwünscht. Das wollen die Demonstranten klarmachen. Gleich gegenüber feierte die rechtsextreme NPD derweil die Eröffnung ihrer neuen Geschäftsstelle. Hier wird sicherlich dann auch in Zukunft der eine oder andere Schläger-Nazi ein- und ausgehen. Und dann muss man einfach sagen, wir haben in Thüringen jetzt schon eine hohe Dichte an Nazi-Immobilien. Und wir wissen eben auch, dass diese Orte eben Ausgangspunkt sind für Nazi-Gewalt. Zuletzt in Beilstedt im Landkreis Gotha. Der Zynismus, kriminelle Ausländer sollen hier abgewehrt werden. Dabei haben wir eine Ansammlung krimineller Inländer, die wirklich nicht zu fassen ist. Und just die Vergangenheit holt Patrick David Wieschke jetzt ein. Eigentlich wollte der NPD-Spitzenkandidat nur feiern. 240 Quadratmeter stehen seiner Partei nun zur Verfügung. Gekauft wurde das Haus über einen Strohmann. Der Verfassungsschutz bekam davon nichts mit. Jetzt muss sich Wieschke erklären. Im Internet war seine Polizeiakte aufgetaucht. Danach ermittelte die Polizei 2001 gegen ihn wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Eingestellt wurde das nur, weil ihm noch schwerere Straftaten vorgeworfen wurden. Alles verjährt, so Wieschke. Also Anwürfe gab es natürlich, aber die sind allesamt ad acta gelegt worden. Mein Führungszeugnis ist sauber. Von daher kann ich nur sagen, ich sehe das sehr, sehr gelassen. Das sind jetzt die üblichen Wahlkampfmanöver, nach denen man die Uhr hat stellen können. Die NPD versucht, sich im Wahlkampf bieder- und bürgernah zu geben. Sie sind es nicht. Man sollte sich das Personal ganz genau anschauen. Und dann weiß man in der Konsequenz auch, wem man da im Zweifelsfall im Landtag hat. Und ich kann nur hoffen, dass die NPD am 14. September nicht in den Landtag einziehen wird. Die Vorwürfe von damals kommen den Rechtsextremisten heute ungelegen. Denn im laufenden Wahlkampf präsentieren sich die Kameraden als Biedermänner, die ja vor allem Kinder schützen und Kindesmissbrauch bekämpfen wollen. Die NPD ist in Eisenach nicht erwünscht. Das wollen die Demonstranten klarmachen. Gleich gegenüber feierte die rechtsextreme NPD derweil die Eröffnung ihrer neuen Geschäftsstelle. Hier wird sicherlich dann auch in Zukunft der eine oder andere Schläger-Nazi ein- und ausgehen. Und dann muss man einfach sagen, wir haben in Thüringen jetzt schon eine hohe Dichte an Nazi-Immobilien. Und wir wissen eben auch, dass diese Orte eben Ausgangspunkt sind für Nazi-Gewalt. Zuletzt in Beilstedt im Landkreis Gotha. Der Zynismus, kriminelle Ausländer sollen hier abgewehrt werden. Dabei haben wir eine Ansammlung krimineller Inländer, die wirklich nicht zu fassen ist. Und just die Vergangenheit holt Patrick David Wieschke jetzt ein. Eigentlich wollte der NPD-Spitzenkandidat nur feiern. 240 Quadratmeter stehen seiner Partei nun zur Verfügung. Gekauft wurde das Haus über einen Strohmann. Der Verfassungsschutz bekam davon nichts mit. Jetzt muss sich Wieschke erklären. Im Internet war seine Polizeiakte aufgetaucht. Danach ermittelte die Polizei 2001 gegen ihn wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Eingestellt wurde das nur, weil ihm noch schwerere Straftaten vorgeworfen wurden. Alles verjährt, so Wieschke. Also Anwürfe gab es natürlich, aber die sind allesamt ad acta gelegt worden. Mein Führungszeugnis ist sauber. Von daher kann ich nur sagen, ich sehe das sehr, sehr gelassen. Das sind jetzt die üblichen Wahlkampfmanöver, nach denen man die Uhr hat stellen können. Die NPD versucht, sich im Wahlkampf bieder- und bürgernah zu geben. Sie sind es nicht. Man sollte sich das Personal ganz genau anschauen. Und dann weiß man in der Konsequenz auch, wem man da im Zweifelsfall im Landtag hat. Und ich kann nur hoffen, dass die NPD am 14. September nicht in den Landtag einziehen wird. Die Vorwürfe von damals kommen den Rechtsextremisten heute ungelegen. Denn im laufenden Wahlkampf präsentieren sich die Kameraden als Biedermänner, die ja vor allem Kinder schützen und Kindesmissbrauch bekämpfen wollen.